Meine Sorge ist unter anderem, dass sollte was passieren, Gott behüte, ja, dass dann Sachen wieder abgeschafft werden, wo man eigentlich schon weiter war, ja. Ja, ist durchaus eine interessante Entwicklung, weil er ist halt bei NASA Astronaut und sie ist halt bei Polaris, also bei Jared Isaacman dabei, nicht? Das ist schon irgendwie eine witzige Sache, was da für Diskussionen wohl am Tisch stattfinden. Nee, ich kenn die eigentlich sehr gut, ja. Weil Haley hatte Krebs als Kind, ja. Wäre natürlich bei NASA, bei jedem Astronauten-Interview dann auch entsprechend nicht durchgekommen damit, ja. Aber als Astronautin bei Inspiration 4 hat sie sehr, sehr, sehr gut funktioniert als Astronautin, ja. Ich will auf den Punkt hinaus, dass ich irgendwo so das Gefühl habe, dass die Raumfahrt auf der Agenturseite, also wo man eigentlich historisch das so war, dass sind da halt die Grenzen der Menschheit zu erweitern, dass das eigentlich aus dem Leo weiter wegrucken muss. Also das heißt im Prinzip, dass das Ja. jetzt Privatfirmen gut Ja. machen und dass man denen das auch gut in die Hand geben kann und die das auch gut gehandelt Genau. kriegen, aber die Agenturen dafür da sein sollten, unsere Fähigkeiten weiter draußen zu verbessern. Ich meine, gut, der Zug geht ja auch, der Zug ist ja schon lange abgefahren in dem Sinne, nicht? Es gab schon immer kommerzielle Raumfahrt, auch mit Ariane übrigens, vor vielen Jahren. Und für lange Zeit war das Monopol sozusagen auch fast auf europäischer Seite dabei. Und dann ist es eben mit SpaceX wieder zurückgegangen auf die US-Seite. Die NASA hat schon, naja gut, SLS ist im Prinzip eine NASA-Rakete wieder gewesen, nicht? Aber lange Zeit halt eben auch hat NASA Satelliten mit anderen Raketen gestartet, eben mit Atlas, mit Delta. Und ist auch völlig normal, nicht? Der Schritt weiter, jetzt geht er noch ein bisschen weiter, in dem Sinne von, dass auch, das nennt sich anders, nennt sich LEO Destinations oder irgendwie sowas. Im Prinzip sind das Raumstationen, die nach der ISS eben kommen sollen, die dann wieder von Firmen eben betrieben werden und gebaut werden. Ne? Und da gibt es also durchaus auch schon Entwicklungen, die ziemlich weit sind. Die demnächst da entsprechend getestet werden. Und die Idee ist halt dann eben, dass NASA dann auf diesen Raumstationen auch, was weiß ich, Platz mietet und dort ein Experiment eben hochbringt. Nicht? Das ist schon, glaube ich, das wird auf jeden Fall passieren. Sehe ich keine große andere Entwicklung. Habe ich mir tatsächlich zu dem Thema einen ganzen großen Fragenpool gestellt, weil ich irgendwie auch so ein bisschen aus sehe, dass das so ein nächster Punkt ist und vor allem auch, naja, dass ich so ein bisschen, wenn man die Entwicklung so weiter antizipiert, sich sagen könnte, okay, was kommt als nächstes? Die Raketen sind jetzt privatisiert oder beziehungsweise von Unternehmen wird diese Dienstleistung bereitgestellt. Der Transport der Astronauten, ein Riesending, wo viele, glaube ich, gedacht haben, dass das nicht passieren wird. Das ist jetzt auch in sicherer Hand irgendwo und hat SpaceX über die letzten Jahre sehr erfolgreich betrieben. Raumstation ist schon das nächste, was am Horizont ist, wo jetzt die Projekte tatsächlich loslaufen. Für mich ist es so ein bisschen eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann eigentlich diese Firmen, die diese Raumstationen betreiben, eigene Astronauten haben, die ihre Raumstationen gut kennen und diese Raumstationen warten und betreiben und im Prinzip sich vielleicht Länder da Forschungsplatz einkaufen oder Forschungsexperimente oder so, aber die Astronauten für den Leo, so sehe ich eigentlich staatlich nicht mehr so, sondern da auch mehr so von wegen, das ist dann Exploration Mond, Mars, aber im Leo, das werden auch die Privatfirmen besser können. Also eine richtige, stimmt schon. Also im Prinzip ja, vieles läuft momentan von staatlichen oder halbstaatlichen Firmen über auf rein kommerzielle Firmen, funktioniert relativ gut. Aber es gibt auch noch nicht viel Wettbewerb. Ja, das muss man dazu auch nochmal sagen. Und dann ist eben auch noch so ein bisschen die Frage, wenn was schief geht, wie wird das behandelt, ja? Weil das ist natürlich auch. Das wird irgendwann passieren. Raumfahrt ist einfach gefährlich, ja. Und es ist ganz schwierig, das zu verhindern. Ich wünsche mir, dass man das verhindern kann, aber ja, nicht? Ist halt in der Vergangenheit hat man auch gedacht, Shuttle ist sicher und stellte fest, dass es dann eben doch noch Probleme gab, ja. Und von daher, wie man das dann eben behandelt, ist natürlich eine wichtige Frage. Meine Sorge ist unter anderem, dass sollte was passieren, Gott behüte, ja.
dass dann Sachen wieder abgeschafft werden, wo man eigentlich schon weiter war, ja. Und von daher, das ist, ich würde das eher als es war Hoffnung, das ist für Hoffnung in dieser ganzen Entwicklung, aber es ist eben auch, was ich als Bradshaw, also, was das deutsche Wort ist, zerbrechlich ist, glaube ich, das falsche Wort. Fragile eben, ja. Eben durchaus bezeichnen, ja. Das muss noch über viele mehr Jahre, mehr Anwender und mehr Astronauten laufen, um dann eben auch ein eingespieltes und sicheres System zu sein, ja. Und jetzt mit mehreren Raumstationen, das wird dann nochmal eine ganz andere Sache dabei sein, weil eine Raumstation ist eben auch, muss man eben auch versorgen. Das ist ein Aufwand, den hat NASA gelernt über viele, viele Jahre. Da muss man halt sehen, wie das dann eben auch kommerzielle Betreiber entsprechend umsetzen. Nicht? Und auch, ja, Full Disclosure, ich arbeite auch an BAST, an der Station. Und du hattest im letzten Interview gesagt, dass du eigentlich ganz gern auch mal in den niedrigen Orbit Ja. zumindest mal wollen würdest. Und Ja. ist das eine Sache, die irgendwie bei den SpaceX dann auch so ein bisschen drin ist, von wegen, hey, wir arbeiten ja irgendwie mit daran und wer weiß, vielleicht machen wir das alles so günstig, dass wir irgendwann auch mal selber irgendwie in den Weltraum fliegen können? Ja, es sind schon viele, viele Astronauten und Leute so dabei. Nicht? Ich glaube auch einige, die halt Astronauten geworden sind da. Und das ist schon irgendwie die ganze Appartenenz dazu, dass man damit arbeitet, macht das einem ein bisschen, ja, bringt es einem halt näher und dann ist es nicht mehr so unerreichbar. Aber es ist einfach da. Nicht? Und so, ja, so gibt's, ich glaube, da werden sich viele, viele bei NASA auch für den nächsten Astronautenkorps bewerben und da werden auch einige genommen werden. Ne? Also die Entwicklung ist schon, fand ich auch, ja, das ist auch was, was ich mir nicht ganz vorgestellt hatte. Wo du sagst, also in der Netflix-Doku, in der du auch mitspielst, da kommt auch Sarah Gillis vor und Sarah Ja. Gillis und Anna Menon, die werden mit dem Polaris-Programm im Polaris Dawn mit Jared Isaacman Dragon fliegen und tatsächlich auch die wollen ja im Prinzip die Fähigkeiten pushen, also das heißt praktisch das, was SpaceX macht, nochmal auf ein neues Level bringen und Ja. nochmal höher fliegen, aber auch Ja. riskantere Sachen machen, als bisher die Dragon schon macht. Kennst du die beiden oder den Ehemann von Enelmanen? Der ist ja jetzt ein NASA-Astronaut gerade letzte Woche, glaube ich, sogar geworden. Ja, ist durchaus eine interessante Entwicklung, nicht? Weil er ist halt bei NASA Astronaut und sie ist halt bei Polaris, also bei Jared Isaacman dabei, nicht? Und das ist schon irgendwie eine witzige Sache, was da für Diskussionen wohl am Abendtisch stattfinden. nee, ich kenn die eigentlich sehr gut, ja. Da ist so ein anderer Punkt. Ich wollte als Kind Astronaut werden und das war irgendwie, ich fand das total cool, Apollo und ich hatte das Space Shuttle und ich habe die ganzen Bücher auswendig gelernt und habe dann aber relativ schnell gemerkt, von wegen, das ist super schwer und das ist irgendwie, selbst wenn du dich total anstrengst, irgendwie in den Agenturen ausgewählt zu werden und für einen Europäer ist es nochmal irgendwie schwieriger und ich muss sagen, im Nachhinein oder aktuell bin ich so ein bisschen. Wenn ich das so verfolge, habe ich auch das Gefühl, dass die Raumfahrtagenturen da so ein bisschen so ein Narrativ haben, von, oh, Raumfahrt, das ist ganz, ganz schwer, das ist nichts für Ja, jedermann, sondern da braucht ihr ja. unsere Experten und unsere Expertise. Und das führt für mich zu so einer Entfremdung der autonomen Menschen, was den Raumfahrt angeht. Die erste Mission von Jared Isaacman, wie hieß sie denn nochmal? Irgendwas mit I. Inspiration 4. Inspiration, genau. Inspiration 4, danke. Also Inspiration 4 war tatsächlich auch so teilweise darauf angelegt zu zeigen, dass es eben nicht so sein muss. Ja, weil Haley hatte Krebs als Kind, ja. Und wäre natürlich bei NASA, bei jedem Astronauten Interview dann auch entsprechend nicht durchgekommen damit, ja. Aber als Astronautin bei Inspiration 4 hat sie sehr, sehr, sehr gut funktioniert als Astronautin, ja. Und hat das auch alles ganz toll gemacht und hat auch ganz tolle Reaktionen hervorgerufen bei auch kranken Kindern wieder, für die sie halt eben eine Kirche war. Und das ist tatsächlich, ich meine, ja, auch die Auswahl und die besten Bewerber zu finden, ist einfach nur, weil man hat nur 4 Plätze oder man hat nur, ich glaube, es sind zwischen 11 und 13 Plätze, ja. Und man hat eben 20.000 Bewerber.
man kann sich das leisten. Ja? Das heißt nicht, dass diese Sache, die da gemacht wird, wirklich diese Qualifikation wirklich brauchen. Das heißt einfach nur, wir haben den Luxus und wir nehmen die, was weiß ich, 11 Besten daraus. Ja? Und es hat sich auch über die Zeit geändert. Nicht? Die ganzen, ich finde, die Astronauten, die Charaktere haben sich mehr geändert zu von dem Draufgänger-Typ mehr zu den Leuten, die halt auch Systemdenken, bedächtig sind und auch ein bisschen Ausstrahlung haben und so weiter. Also sind alles, die Qualifikationen sind ein bisschen anders gewesen. Aber es ist nicht mehr so, dass es halt unglaublich hohe Anforderungen waren. Interessant, sagst du, die 20.000 Bewerber auf 4 Plätze. Ich würde sagen, das ist ein ähnliches Verhältnis mittlerweile auch bei SpaceX. Also das heißt, wenn Leute sich Ach, auf nein, Jobs bei SpaceX bewerben, dann gibt es, glaube ich, auch so viele. Und ich hatte mal gelesen oder gehört, dass Elon Musk die ersten 1.000 Mitarbeiter von SpaceX alle selbst gecastet hat und alle selber ausgewählt hat. Stimmt das? das stimmt, aber es ist nicht so, dass Elon